Meine ersten Eindrücke sind sehr, sehr positiv. Es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Viel Grün ist auch dabei und ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Zu Hannover 96 muss man nicht viel sagen. 96 ist ein Traditionsverein. Ich erinnere mich noch an die Europa League-Spiele und ich muss sagen, ja, Hannover 96 für mich, da musste ich nicht viel überlegen, muss ich ehrlich sagen. Sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe nicht lange überlegt und freue mich wieder hier zu sein. Und damals das Training hier mit den Profis bei Hannover war schon für mich immer ein Highlight. Und jetzt kommst du einmal als gestandener Profi zurück und bin einfach wirklich froh, hier zu sein. Ja. Ich werde mein Bestes geben, um meine Stärken nochmal zu verstärken. Und die Vorfreude ist für mich riesig, vor allem weil ich mein letztes Spiel vor zuletzt 4 Wochen hatte. Deswegen, ja, ich bin schon echt gespannt, muss ich sagen. Der Mannschaft halt gewinnen natürlich, dass ich halt zu meinen Einsatzzeiten komme, dass ich Gas gebe, dass ich halt viele Tore schieße. Das ist halt meine Aufgabe. Ja. Ich kann es kaum abwarten und freue mich auf die alten Leute, die man hier wieder sieht und generell auf das Training sowieso und bin einfach bereit dafür. Ja. Natürlich habe ich mich erholen können. 4 Wochen ist lang. Die nächsten Tage erstmal werde ich mich noch mal vorbereiten für den Saisonstart und werde sozusagen noch mal an meiner Fitness arbeiten, um dann optimal vorbereitet zu sein. Jetzt ins Kurztrainingslager mit der Agentur aus nach München und dort bereite ich mich mal richtig gut vor und muss man halt fit und gesund zurückzukommen. Ja.